Wir sind noch nicht fertig. Oh doch, und ob wir das sind. Okay, irgendwas ist nicht gut hier. Hallöchen. Judy. Du lässt einfach nicht locker, oder? Nein. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Ich dachte, ich hätte das klar gemacht. Ach, komm schon. Morgs und sind gar nicht so verschieden. Beide reden ständig von Gemeinschaft und Zusammenhalt. Klassisches Dilemma. Was ist wichtiger? Familie oder die Welt da draußen? Das ist nur ein Club. Deine Philosophie interessiert hier keinen. Ach, komm schon. Susie scheint zu wissen, was sie will. Ist sie dein Boss? Bist du extra hergekommen, um nach irgendwelchen Mocks zu fragen? Komm, fragen schadet nicht. Warum ging's da eben? Jeder in dieser Scheißstadt lebt in seiner eigenen kleinen Blase. Entweder du steigst in ihr auf, oder du versinkst mit ihr im Dreck. Ja, wir suchen ja eigentlich Evelyn. Hör mal, hast du Evelyn gesehen? Ich muss sie sprechen. Es ist wichtig. Wieso? Damit du sie zum Sündenbock für deinen verpfuschten Job machen kannst? Nein. Du weißt, wie der Überfall lief. Das bedeutet, du hast mit ihr gesprochen. Ich weiß, du hast Scheiße gebaut. Hast deine Chumbas alle wie ein echter Profi draufgehen lassen. Das war nicht unsere Schuld. Ich bin auch nicht heil davon gekommen. Ach komm, ist doch Berufsrisiko für euch Söldner. Ja, ich bin ein Risiko eingegangen. Sind wir alle. Aber Evelyn hat uns da reingeritten. Sie wusste von Anfang an, worauf es hinausläuft. Meinetwegen. Wir saufen sowieso alle in der gleichen Pisse. Okay. Aber du bist verzweifelt, oder? Ich seh's dir an. Ja, da hast du sogar recht. Okay, sagen wir einfach, ich bin ziemlich am Arsch. Der Biochip, den wir bei dem Job geklaut haben, bringt mich langsam um. Der Job kam von Evelyn. Vielleicht weiß sie, wie man es aufhält. Deshalb muss ich wissen, wer sie angeheuert hat. Sagen wir, ich glaube dir. Na gut. Evelyn ist eine Puppe. Hat früher im Clouds gearbeitet. Such dort nach ihr. Und wo ist das? Das Zigarettenetui auf dem Schreibtisch. Da steht die Adresse. Gib es Evelyn, wenn du sie findest. Ah, okay, sehr gut. Dankeschön. Megatower? Wie dekadent. Tja, okay, dann mal los. Warte. Lass mich wissen, wie es dir geht. Okay? Komm schon, wie? Ja, komm. Okay, ich ruf dich an. Ich ruf dich an, okay? Danke. Danke, Vi. Kein Problem. War jetzt nicht zu weg hier. Oh, Johnny. Eine Puppe. Warum überrascht mich das nicht? Du bist ein Engramm im verblassenden Verstand. Ich sollte nichts überraschen. Okay, tja. Dann gehen wir also ins Cloud. Warum auch nicht? Na dann. Auf geht's. Raus hier. Oh, was haben wir hier? Der Club hat zu. Hast du nichts Besseres zu tun? Nee, ich will klauen. Ich muss klauen, ich brauche Sachen, ich brauche Items, ich brauche... Langsam glaube ich, du bist eine echte Nervensäge. Ja. Ich nehme nur, was ich kriegen kann. Was ist, was hier? Du und Judy. Okay, warte mal, das ist doch mal eine Idee. Der Streit mit Judy.
Worum ging's da? Was geht dich das bitte an? Willst du mir auch eine Predigt über Verantwortung für andere geben? Geh lieber, dein hohes Ross wartet. Ich bin nur neugierig. Neugier bringt dir absolut gar nichts, wenn du nicht die passenden Fäuste und Eier mitbringst. Mhm. Weißt du, was mit Evelyn Parker passiert ist? Warum fragst du mich? Du hast doch Judy schon gelöchert. Ja, aber du bist hier der Boss. Könntest mehr als sie wissen. Evelyn hat die Mocs vor einer ganzen Weile verlassen. Und wer keine Mocs mehr ist, ist auch nicht mehr mein Problem. Okay. Hab gehört, ihr helft draußen manchmal Mädchen. Das ist lange her. Und wie alles, was lange her ist, war es ziemlich blutig. Wie war das? Irgendein Aufstand? Ein Mädchen ermordet von einem Tiger Claw? Nicht die erste, aber die hat's ins Rollen gebracht. Die Leute hatten genug. Die Straßen waren voll mit geballten Fäusten. Mädchen, Zuhälter, Ausgestoßene. Eine richtige Freakshow. So fingen die Mocs damals an. Ist aber lange her. Das hier ist ein Geschäft, keine Heilsarmee. Ich kann nicht jeder helfen. Muss mich um meine eigenen Mädchen kümmern. Die Mocs gehen vor. Alles klar, dann fragen wir nochmal den Rest der aus. Der Club läuft doch bestimmt gut, oder? Kostet auch eine Scheißsumme. Wieso? Willst du investieren? Nein, ich bewundere nur deine Arbeit. Wir haben den Laden vor Ewigkeiten übernommen. Frag mich jeden Tag, wie er immer noch steht. Uns geht's gut. Mehr sag ich nicht. Alles klar, okay, danke. Dann hauen wir jetzt mal ab. Evelyn, gib's zu, hier geht's um Judys Wirtus, oder? Geiler Scheiß, find sogar ich. Was ist los? Keiner kann Judy das Wasser reichen. Schleift Wirtus wie Diamanten. Gut gesagt. Voll Plastik, ey. Sieht echt strange aus, ganz ehrlich. Na gut. Automatic Love. Begib dich zum Megagebäude H8. Alter, wo ist denn das jetzt? Oder wir machen das andere. Das ist die Frage. Was nehmen wir? Tarotkarte. Um eine Tarotkarte zu finden, okay. Wir müssen da hinfahren. Okay, wir hätten ja theoretisch echt so viel, was wir machen könnten. Hey, guck mal. Auto. Ah, das ist es. Oder wie ich es auch nenne, Klötze 2.0. Ja, ich will drehen. Okay, auf geht's. Vollgas. Ja, tut mir leid. Ich weiß, es ist nicht ganz verkehrsrichtig, was ich mache, aber ich habe keine Wahl. So, wir versuchen, die Evelyn zu finden. Die hat uns den ganzen Scheiß eingebrockt. Dann soll die uns dafür auch wenigstens gerade stehen. Ja, ja. Komm schon, halt. Nettes Autochen. Und hier ist ja gar nichts los auf der Straße. Halt! Diese Karte, ey, ne? Furchtbar, furchtbar. Mann, Mann, Mann. Shit. Ja, okay, jetzt rum. Alter, diese Karre fährt sich, ey. Oh, echt eine andere. Werden wir uns mal eine neue Karte holen. Neue Karte vor allen Dingen. Neue Karre bei Gelegenheit. Wenn wir ein bisschen Money haben. Ich bin ja echt, wie gesagt, für ein Motorrad.
Ja, alles klar, aussteigen und los geht's. Megagebäude H8. Hab gehört, du hast gestern 50% Rabatt auf alles angeboten. Und doppelt so viel verkauft wie sonst. Das macht also... Was bist du denn? Wollte eigentlich die Typen hier scannen. Gauner. Interessiert mich in Scheiß. Ah, verdammt, okay. Und du gehörst den Tiger Claws. Ist ein simpler Job. Waren verkaufen, Design nehmen. Ich mische mich jetzt mal nicht ein. Weil sonst hätte es wieder eine Schießerei gegeben. Ich kenne mich doch. So wie ich das sehe, wirst du hier entweder flachgelegt oder umgelegt. Worauf wetten wir? Alles klar. Was ist denn diesmal entgangen? Sag schon. Die Braindance-Puppe verbirgt was. Kein Zufall, dass wir schon zwei Tiger Claws gesehen haben. Das Haus gehört sicher dem. Du glaubst, Judy hat gelogen? Warum? Nenn es einfach Intuition, wie. Schon mal davon gehört? Ah, verstehe. Du hast also keine Ahnung. Sag das doch gleich. Indem man betroffenes Gewebe durch Implantattechnologie ersetzt. Alles klar. Okay, pass auf. Wenn du eine Gummibärchen. Das ist echt krass hier. Wir warten mal. Etwas später. Mhm. Hallöchen. Oh ja. Nett. Checke am Empfang von Cloud sein. Ah, okay, was ist das? Willkommen in Cloud, wo wir genau wissen, wonach Sie suchen. Bitte verbinden Sie sich mit dem Terminal. Mhm. Okay, dann mal los. Hierbei handelt es sich um eine Live-Sitzung. Es kann also Unerwartetes passieren. Hören Sie aber nicht gleich auf. Ihnen könnte etwas Wunderbares entgehen. So, so. Falls Sie für das, was auf Sie zukommt, nicht bereit sind, können Sie jederzeit abbrechen. Wie lautet Ihr Safe Word? Samurai. Und gespeichert. Bitte warten Sie einen Moment. Ich scanne Ihr Profil. In einigen Sekunden sollten Sie kompatible Puppen sehen. Mhm, okay. Sky, Celeste, Sun, Angel, Mystel, Rain, Storm. Zwei Treffer. Interessant. Nein, mit Sicherheit nicht. Normal, oder? Was heißt schon normal? Sie sind eben einzigartig und haben einen besonderen Geschmack. Unser System kommt damit klar. Also, wer soll es sein? Angel oder Sky? Na, die... Ich suche eine Evelyn Parker. Arbeitet sie hier? Einen Moment, bitte. Evelyn ist momentan nicht verfügbar. Ich muss sie sehen. Es ist wichtig. Der Algorithmus ist unfehlbar. Glauben Sie mir, es wird die beste Puppe für Sie auswählen. Unsere Puppen können Ihre Haar- und Augenfarbe ganz Ihren Wünschen anpassen. Nein. Ich will nur mit ihr reden, mehr nicht. Bitte sorgen Sie sich nicht. Ihre Puppe redet mit Ihnen über was auch immer Sie wollen. Oh, sorry, hat sie endlich was Nützliches gesagt? Scheiß aufs Menü, lassen wir die Kellnerin sitzen und bringen unsere Sonderbestellung direkt zum Chefkoch. Also, wer soll es sein? Angel oder Sky? Soll heißen. Geh als Kunde rein und halt dich bedeckt. Die wollen nicht, dass wir ihnen in die Karten gucken? Dann spielen wir eben unser eigenes Spiel.
Gar nicht so doof. Ich glaube, Angel war die Tussi, oder? Ich finde, Angel sieht gut aus. Eine ausgezeichnete Wahl. Jetzt ich hoffe doch. Salem. Und dann führt das Klaus sie in den Himmel. Ich hoffe, dass jetzt Angel die Tussi war. Na gut, komm. Hier, bitte. Und die Zahlung ist abgeschlossen. Der ganze Stock steht Ihnen zur Verfügung, falls Sie zunächst entspannen möchten. Angel erwartet Sie in Kabine 6. Verbindung bitte trennen. Das war's? Wir haben strenge Vorschriften, was Waffen angeht. Bitte lassen Sie alle gefährlichen Gegenstände bei mir. Ungern. Oh, für dich machen nur zwei die Beine breit? Das Klaus traurig. Ist einer der sichersten Fick Orte dich ins Knie, in der Johnny. City. Na gut, dann lagern wir die Waffen wir ein. Einen angenehmen Aufenthalt. Na dann mal los. Ich hoffe, ich habe die richtige Wahl getroffen. Du musst ich nicht. Ein perverser sein. Ohne einen gewissen Hirnparasit hätte ich sicher mehr Auswahl. Ich persönlich hoffe, dass es jetzt die Nein, nicht das. Nein. Nein, das will ich nicht. Das war so. Nee. Komm, das möchte ich nochmal ändern. Das möchte ich auf jeden Fall nochmal ändern. Nee, komm. Ups. Wo komme ich hier wieder raus? Nicht rein? Was soll das? Ich bin jede scheiß Woche hier. Keine Zugangsberechtigung für den VIP-Bereich. Die hab ich. Wir könnten den natürlich umlegen. Nein, Alter. Ganz ehrlich. Jetzt muss ich mit dem hier. Ich bin Angel. Dein Engel. Nein. Nenn mich wie. Nur wie. Meinen echten Namen doch nur Leute sagen, die ich gut kenne. Keine Sorge. Wir beide lernen uns gleich richtig gut. Nein. Okay, warum nicht? Tu dein Bestes. Ich weiß, dass du stirbst. Samurai. Genau. Was ist passiert? Du hast die Sitzung unterbrochen. Ja, ja. Hau bloß ab, du. Habe ich etwas falsch gemacht? Warst du nicht zufrieden? Ich bin mit dir nicht. Ich wollte die Alte haben. Evelyn Parker, was weißt du über sie? Moment mal, so läuft das hier nicht. Du kannst mich nichts übers Puppenhaus oder seine Leute fragen. Nichts in diese Richtung. Ich könnte Schwierigkeiten bekommen. Geh bitte. Geh einfach. Ich brauche diese Info. Nenn mir deinen Preis. Sie ist nicht hier. Und ich kannte sie kaum. Mehr kann ich nicht sagen. Ich zahle auch gut. Versuch dich zu erinnern. Wir dürfen nichts von Kunden annehmen. Alles geht über die Schichtleiter. Ich kann nicht einfach. Niemand war wegen ihr hier? Hier ist nichts Ungewöhnliches passiert? Es gab einen Vorfall mit einem Kunden. Junge, zieh dir mal Socken an. Ich weiß nichts Genaues. Hier stellt man solche Fragen lieber nicht. Tom weiß vielleicht etwas. Er und Evelyn standen sich nah. Frag ihn und lass mich in Ruhe. Okay, wer ist denn dieser Tom? Tom, wer ist das? Ein Freund von Evelyn. Haben andauernd zusammengehockt. Wo finde ich ihn? Gehört zu den Puppen hier. Im VIP-Bereich. Kabine 2. Danke. Scheiße. Frag bloß nie wieder nach mir. Ja, du warst ja auch da verkehrt. Ich wollte die Alte haben.
der erste Stock ist nur für VIP-Kunden. Okay. Ist mir ehrlich gesagt egal. Ja, bin bereit. Hab neue Hardware. Motorrad! Na komm. Das gab aber gut FDPs. Kabine 2. Was willst du heute? Irgendwas, was mich am schnellsten abheben lässt. Scheißtag? Ja. Drache, Kampf, Powersprung. Oh. Wirklich, die erinnern sich an nichts? Das ist doch der Sinn der Sache. Sie erinnern sich an rein gar nichts. Warum fangen Sie dann jedes Mal ein Gespräch wieder da an, wo Sie letztes Mal aufgehört haben? Und Sie speichern die Bullshit. Hoffe, er macht's kurz und schmerzlos. Zwei hirngewaschene Sexzombies an einem Tag? Das ist selbst mir zu viel. Okay, Johnny. Hi. Ich glaube, da ist irgendetwas schiefgelaufen. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Infos über dich. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich tun soll. Reden sollst du. Ich muss Evelyn Parker sprechen. Es ist wichtig. Nicht nur du. Hab schon so oft versucht, sie zu erreichen. Ohne Erfolg. Du meinst, sie ist nicht hier? Sie hatte einen Unfall. Musste in eine Spezialklinik in Osaka oder Oslo? Glaube Oslo. Für ein neues Gesicht. Krass. Hat sie dir selbst gesagt, wohin sie will? Nein, ist nur nicht zur Arbeit erschienen. Ging auch nicht ans Telefon, also habe ich Woodman gefragt. Er hat gesagt, sie ist weggegangen. Woodman, wer ist das? Mr. Forrest. Aber jeder nennt ihn Woodman. Keine Ahnung warum. Ja, weil okay, Forrest, also Mr. Forrest. Was macht er so? Er ist sowas wie ein Hausmeister. Findet neue Leute, kümmert sich um Probleme. Okay. Okay, dann mal ob los. Ob dieser Woodman endlich etwas Licht in diese verfickte Situation bringt, hoffen wir es. Ja, das sehe ich auch so. Die Schädel schwemmen in den Puppen. Ah, die sollten die mal ersetzen. Ah, verstehe. Natürlich bin ich dabei. Was ich beitrage? Ja, ich habe dieses Motorrad. Wir machen mal umpolen. Kamerasteuerung ausschalten. Ja, komm, wir machen das hier mal. Umpolen. Hallöchen. Oh, shit. Ich darf da nicht reingehen. Shit. Waiai. Karamba. Alter, das war hart. Eieiei. Okay. Ja, stimmt ja, wir haben ja keine Waffen. Also. Ob dieser Woodman endlich etwas Licht in diese verfickte Situation bringt, hoffen wir es. Ich hoffe doch mal. Die Schädel schwemmen in Puppen. Ah, die sollten die mal ersetzen. Okay, warte mal. Wir werden mal versuchen. Da haben wir was. Kommen wir hier rein? Vielleicht können wir hier was umbasteln. Ah! Verdammt, komme ich nicht ran. Verdammt. Aufzug, okay. Ja, okay, okay, okay. Klar, ich müsste die Kameras mal irgendwie
Das ist der Lautsprecher. Breach-Protokoll. Ist das Werbetafel? Ah, verstehe. Natürlich bin ich dabei. Was ich beitrage? Ja, ich habe dieses Motorrad. Ich weiß wo. Oh, der ist weg. Moment. Breach-Protokoll. Hacken wir mal ein bisschen. 1C, 1C. Okay, das haben wir. Ping. Ablenkungsmanöver. Machen wir mal das. Alles klar. Oh, Katana. Ja. Ein Katana. Ich habe ein Katana. Inventar. Wir haben ein Katana. Oh, nice. Yes. Yes. Ah, wir gucken mal, was hier los ist. Wenn einer frech wird, kacken wir ihn um. Hallöchen. Möge das bluten! Was ist denn? Na, ich glaube, es hackt hier. Hör auf zu ballern hier. Also jetzt gehen sie aber gerade richtig ab hier. Gehen Woodmans Büro. Okay, ich will aber noch vorher klauen. Wenn du von alleine rauskommst, tut sie dir nichts. Naja. Technische Fähigkeiten, okay. Ach, bringen wir es hinter uns. Zeig dich. Hallo, wer bist du? Nehmen Sie meine Kraft. Boah, Alter. Das war hart. So, wir gucken ja. Oh, noch was. Messer. Ich glaube, ich habe jetzt gerade eine Menge Spaß momentan mit dem Katana. Okay, können wir irgendwas machen? Ja, Ping können wir machen. Infos sammeln. Können wir noch mehr machen? Mehr geht wohl gerade nicht. Wo bist du hin? Okay. Wir haben dann, glaube ich, noch einen Levelaufstieg. Techie-Fähigkeit wieder. Hier, Kaboom. Nehme ich mit. Sehr schön. Wir wollen im Endeffekt Upgrade-Effizienz etc. pp. Also da wollen wir noch ein bisschen was machen. Okay, das Katana finde ich jetzt persönlich gar nicht mal so schlecht. Was ist hier los? Wie erkennst du deinen wahren Wert? Fuck! Im Tod. Stell dich ihm. Blick ihm direkt ins Auge. Johnny! Ich hab dich. Blutdruck hält! Neurogener Schock. Er stirbt.
Wie? Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Was jetzt? Jetzt findest du heraus, was du zu tun hast. Du bist in deinem Leben nie vor etwas weggelaufen. Nicht einmal, wenn du es hättest tun sollen. Du durchstreifst Night City und weißt, dass dich jederzeit eine Kugel erwischen könnte. Aber das hat dich nie davon abgehalten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Glaubst du, hast den Tod überlistet? Der Tod hat dich überlistet. Wenn du töten musst, töte. Wenn du alles niederbrennen musst, lass es brennen. Hallo, Mate! Aus dem Bodenreaktor! Wegbewegen! Raus aus meinem Haus! Sofort! Was ist dir lieber? Ein Leben als Nobody, der uralt wird, oder ruhmreich draufgehen?